So, gucken wir doch mal. Also Stream ist gestartet. Erstmal herzlich willkommen an alle. Wir starten jetzt gerade meine neue Anaconda aus. Bishi hat mir da ein kleines Setup zusammengestellt. Jo, hi Leute. Und ich bin gespannt, was wir draus machen werden. Geplant ist, eine Fighter-Anaconda draus zu bauen, die ich dann auch sukzessive dann immer mal wieder aufbessern werde. Und dann geht's auch schon los. Jetzt muss ich erstmal schauen, was habe ich denn eigentlich hier im Stammhafen für Möglichkeiten. Ich bin jetzt in Li Yong Rui beim Chines. Das ist schon mal gut, weil da kriegst du ja 15%. Gekauft habe ich sie schon. Jetzt ist die Frage, was kriegen wir denn an Zeug direkt hier drin. Fangen wir mal am besten an. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Ich habe jetzt noch 380 Millionen Credits übrig. Okay. Müssen wir gucken, wie weit es reicht. Also ich würde als erstes mit internen Basis anfangen. Ja. Da habe ich im ersten Slot 1C leichte Legierungen drin gerade. Genau, das solltest du auf Militärkomposit ändern. Mhm. Mal die kriegen. Militärkomposit 1A habe ich hier. Genau. Habe ich. Dann habe ich ein 8E-Kraftwerk gerade drin. Genau, ich habe hier jetzt in der Planung auf der Seite 8A. Das wirst du auch brauchen später wegen den Waffen und alles Möglichen. Mhm. Auf wie viel Sprungreichweite kommst du mit deinem Setup gerade? 24 Lichtjahre nur. Okay. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Scheiße, ich hab einen Schnupfen, sorry. Macht gar nichts. Dann habe ich 7E-Schubdüsen drin. 7A. Ja. So. Okay. Frameshift 6A. Den 6A. Hat er den hier? Ich glaube nicht. Ne, ich habe nur 6B und 6C. Warte mal, ich guck mal. Also der 6B verbraucht weniger Energie, aber die Masse steigt um 17 Tonnen. Ja, und so viel also mehr schafft er jetzt auch nicht. Also 6C ist noch schlimmer, wegen der Sprungreichweite, die geht dann runter. Dann lass mal den erstmal aus, würde ich sagen. Okay. Und gucken, du hast ob wir den 6E A vielleicht. Ja, 6E habe ich drin. Jetzt gucken wir mal, ob wir den 6A woanders noch herkriegen dann. Ja. Dann habe ich 5E Lebenserhaltung. So, Lebenserhaltung, dann brauchst du 5D. Ja. Genau, und als Frameshift sehe ich gerade, könntest du 6D erstmal nehmen. Weil das bringt dir ein bisschen mehr Sprungreichweite, weil so hast du dann 7 oder 8 Lichtjahre und so hast du auf jeden Fall dann mehr. Okay. Ja, hast du 10, genau. Jo. So, dann Energieverteiler 6A. Energieverteiler 6A. Obwohl es ein 8er Slot ist. Ja. Nee, 8A, Entschuldigung. Energieverteiler 8A, ich habe mich vertan. Ich habe noch in den Slot mit dem Frameshift geschaut. Ey. Ja,
Da gehen die Millionen weg. Jetzt habe ich noch 100 übrig, 104 übrig. Sensoren auch 8A. Ja, das ist das teuerste jetzt hier in diesen internen Basis. Sensoren habe ich leider keine 8A hier. 8A, warte. Dann 8D wegen der Leichtigkeit, Ja. damit du erstmal weiter springen kannst. Später kannst du austauschen das Ganze. Okay. Dann habe ich einen 5C Treibstofftank. Genau, den lässt du so. Okay. So, und dann gehen wir intern optional. Jawohl. Dann geht es weiter mit Credits ausgeben, denn die Schilder, da brauchst du 7a. Oben ganz erster Slot 7A. Ja. Schildgenerator. Genau. Schildzellenbank. Schildgenerator hier. Wie heißt der? 7. 7a heißt er. Modultypbeschränkung überschritten. Achso, du musst ihn erstmal ausbauen oder verkaufen. Du hast nämlich schon einen. Ach so, okay. Sieben A, sagst du? Ja. Eieieiei. Ja, den behältst du aber dann die ganze Zeit, weil den musst du dann nur noch tunen. Okay. Dann haben wir 5E Frachtgestell drin. Genau, jetzt kannst du einmal gucken, wenn du willst, kannst du schon mal in die Werte des Schiffes gucken. Das heißt, du kannst jetzt dich einmal umschauen auf die rechte Seite. Das kannst du auch in dem Menü, glaube ich, machen. Nee, ich komme nicht nach rechts. Okay, dann musst du da rausgehen einmal kurz. Hier Zurück, komme ich nach zurück. rechts. Genau, von hier So. aus. Wo Und willst dann du aufs hin? Schiff. Und dann auf die Werte. Unten, ganz unten. Und dann wirst du sehen, wie die Werte steigen. Bildstärke liegt jetzt bei 595 und Panzerungsstärke ist bei 1800. Und das sind dann die beiden Werte, die du dann beobachtest, wenn du jetzt zum Beispiel etwas tunst oder wenn du Sachen veränderst, Schilde beispielsweise und so weiter. Okay. Später im Nachhinein kommt noch dazu, dass du automatisch beobachten wirst, wie der kinetische Wert oder der Detonationswert sich verändert oder der thermische Wert. Diese Werte sollten meistens, soweit ich das weiß, immer im Positiven liegen, also nicht im Minusbereich. Und am besten so hoch wie möglich. Also wenn jeder Wert über 30% ist, dann ist schon cool. Dann ist Okay. schon in Ordnung. So, dann machen wir mal weiter. Halt. Hast du optional noch was drin gehabt? Ja, optional. Da kommt jetzt einiges. Einmal in den 6D, da habe ich einen 6D Jägerhanger, also Fighterhanger. Fighter Hangar 6D. Genau. Okay. Da kannst du jetzt zwei Fighter reinbauen. In beide Sechser oder? Ach Genau, so, in die hier, ach Einser so, unter den. okay, ja. Genau, da kannst du zwei weiter machen. Das Welchen nimmt bedeutet man dann da? auch, ja, musst du halt gucken, ob du einen Tank haben willst, also der nicht so schnell kaputt geht oder einer, der schnell ist, aber dafür dann weniger aushält. Welchen nimmt man da denn so? Was hast du? Also der hier, da steht es auch. Ich glaube, der hält viel aus, der untere, und der obere, der hält nicht viel aus, aber dafür ist er schnell. Der hier, genau. Der GU97, der ist schnell und Und der Condor ist ein Tank oder was? genau. Guck mal noch mal nach, ganz nach oben. Es gibt noch einen anderen Fighter ganz Taipan gibt es oben. da noch? Genau, der Taipan, guck mal, ob was da noch mal steht. Relativ langsam, aber zäher als andere Fighter. Das ist der Das Tank. ist der Tank, okay. Ja. Und jetzt musst du halt gucken, welche Waffen er haben soll. Also starre Plasmalaser, ich weiß nicht, die sind natürlich Nee. stärker, ne, aber bevor er das Ziel erwischt. Wenn dann Kardanisch, oder? Genau. Kardanisch-Strahlenlaser ist halt gut gegen Schilde. Kardanisch-Impulslaser.
Strahlenlaser würde ich ihm reinhauen, die sind stärker. Also den oberen Taipan für 12,8, okay. Zweimal oder unterschiedliche? Du kannst gerne auch unterschiedliche, so wie du magst. Ich nehme mal zweimal den oberen. Ja, kannst du später im Nachhinein anpassen, so wie es dir gefällt, weißt Den werden mir wahrscheinlich eh weggeschossen. Was kommt in den nächsten Sechser? du? So, in den nächsten Sechser, da habe ich eine Schildzellenbatterie, also Schildzellenbank. 6A. Jo. Dann Genau. haben wir 5er Slots, habe ich wieder Frachtgestell 16 drin. Unter der Schildzellenbatterie habe ich noch einen 6er-Slot, da kommt Laderaum rein. Also ich habe jetzt Laderaum reingeknallt. Ich glaube, du hast den Laderaum oben gelassen, oder? Ja, genau. Okay, dann in den 6er kannst du ja einen 6er-Laderaum reinpacken. Der hat 64 dann. Ist er denn? Prachtgestelle hier. 6E oder was? Genau. Austauschen oder einlagern? Ich habe noch 5er Slots unten. Wie du magst, willst du den behalten? Den 32er? Ja, hast du die 5er unten voll oder in dem Build oder? Die 5er Slots habe ich alle voll. Ich habe alle voll, die Slots. Ja, kommt da noch mal Frachtraum oder? Nein. Okay, dann tausche ich aus. Was haben wir in dem ersten Fünfer hier unten? In den ersten 5er 5D Rumpfhüllenverstärkung. Wo ist das Nee, Rumpf? sorry, warte, einmal da drüber. Ladenlukenbrecher-Drohnencontroller. Ich habe überlegt, jetzt ist die Frage, willst du das machen oder nicht? Und zwar, willst du auch Ladeluken von anderen Schiffen aufsprengen, um Fracht rauszunehmen? Eher weniger. Okay, dann Rumpfhüllenverstärkung. Rumpfhüllenverstärkung. Wo bist du? Rumpfhüllenverstärkung hier. Und was nehme ich für eine? Die stärkste wäre dann 5D. Okay. Und das packst du in alle 5er-Slots rein. Richtigen Tank oder was? Ja, genau, so ein bisschen Hülle. Also du brauchst definitiv die Hülle, damit du nicht zerstört wirst, damit du lange aushältst. Da auch noch. Ja, in alle 5er. Dann kamen die 4er-Slots. 4er-Slot, auch nochmal Rumpfhüllenverstärkung, 4D. Hart. Ja, du musst mal gleich gucken auf die Werte, wie viel Hülle du dann hast. In alle Vierer? Nee, nicht in alle Vierer, nur in den. In den Okay. nächsten Vierer machst du Frameshift-Unterbrecher. Dann kannst du Schiffe aus dem Frameshift rausholen. Auch 4D. 4A bin ich jetzt gegangen. 4A hat eine höhere Reichweite. Wenn du jetzt einen Piraten vor dir hast oder sowas, im Super Cruise, dann kannst du 4A ihn habe ich rausholen. hier nicht. Da würde ich ein 4D nehmen, oder? Ja, genau, Rein 4D, wegen Gewicht. ja. Genau. Nächster Vierer. So, dann 3A Sammeldrohnensteuerung. Aber jetzt ist die Frage, wenn du jetzt keine Fracht aufsammeln willst, dann brauchst du auch keine Sammeldrohnensteuerung. Ja, wobei es. Es Ja, gibt hast schon recht, hast Schiffe, recht. aber es gibt Schiffe, die platzen und die schmeißen Materialien raus, ne? Ja, das ist es halt, ne? Ja, dann kannst du da eine Sammeldrohnensteuerung reinmachen, wenn du willst. Eine 3A. Okay. So, und dann darunter kommt dann 2D-Modulverstärkung. Kein Fuel Scooper? Das Werkzeug dann, oder?
Ja, ich gehe komplett auf Kampf. Okay. Na, also du kannst einen Fuel Scoop einbauen, aber wenn du da jetzt in 2er-Slot einen Fuel Scoop einbaust, dann bist du eine Das. halbe Stunde am Tanken. Okay. Was hast du da drin im Zweier? Modulverstärkung. Du könntest später im Nachhinein schauen, ob du einen 5er-Slot vielleicht gegen einen Fuel Scoop austauschst. 2D, oder? Genau. Also wenn du weißt, okay, ich werde jetzt eine längere Strecke springen oder was, dann definitiv Fuel Scoop einbauen. Irgendwo. Dann habe ich noch Supercruise-Assistent und Planetenanflug-Suite. Genau, Super Cruise Assistenten kannst du ausbauen und da packst du Detailoberflächenscanner rein. Kann ja sein, dass du vielleicht irgendwas scannen willst, einen Planeten oder so. Und Planetenanflug-Suite lasse ich drin. Ja, genau. So, dann kommen wir zu den Werkzeugsteckplätzen. Da als erstes kannst du einen Dümpelwerfer reinklatschen. Jo. Und dann eine Punktverteidigung. Jo. Genau, und dann alles voll machen. Nee, warte, 1, 2, 3. 3 Schildverstärker. Nee, warte, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, in alle packst du Schildverstärker rein, weil du brauchst ja keinen Alle. Ladungssensor. Ja, 1, 2, weil. 3, 4. Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Da machst du deine Schilde voll. Den A, oder? Ja. Sorry, ich putz mal kurz die Nase. So, bin wieder da. Jo. Ja, wie gesagt, diese Konfiguration kannst du jederzeit ändern. Oder vielleicht wird ein erfahrener Spieler dir noch mehr Tipps dazu geben können, was du alles anpassen kannst. Ich persönlich würde das erstmal so machen, weißt du? Weil ich weiß, wenn du jetzt gegen NPCs antrittst oder spielst, dann wirst du keine Probleme haben. Und mit dieser Konfiguration kannst du auch locker dann auch gegen Targoiden kämpfen. Okay, muss halt dann die Also, Aufhängungen auf AXM ändern. genau. Was haben wir denn Hast. Aufhängungen drin? In den ersten habe ich einen 4A-Plasma-Beschleuniger. Da hast du, glaube ich, 80 Schuss oder so oder 100 Schuss. Aber wenn die reinklatschen, das musst du aber dann in der Nähe machen. Das heißt, wenn das Schiff in der Nähe ist, also Nahangriffswaffe, dann macht sie böse Schaden halt. Okay. Was hast du im Dreier? In den Dreier packst du dann 3C-Strahlenlaser. Also ich habe 3 3C-Strahlenlaser reingepackt. Welche hast du genommen? Fest oder Kardanisch? Kardanisch, oder? Kardanisch. Das ist 3C. Zweimal. Genau. Dreimal. Aber da muss man halt gucken jetzt bei dieser Konfiguration, ob dir die Energie ausreicht, erstens. Und zweitens musst du halt gucken, ob du nicht zu schnell überhitzt. Ich glaube, das wird schon schwierig mit der Energie. Ja, ich glaube auch. Ich sehe das da unten gerade, ja. Dann anstatt Strahlenlaser würde ich dann Impulslaser nehmen oder so. Beim nächsten Dreier. Ja, warte, ich guck mal, was stärker ist als ein was da drunter ist unter einem Strahlenlaser. Unterm Strahlenlaser hätten wir dann einen Salvenlaser. Salvenlaser, ja. 3D bin ich schon drüber. Fuck. Dann hätten wir noch Pulslaser, hätten wir auch noch. Die machen dann aber noch weniger Schaden.
bin ich 0,06 drüber. Okay, dann müssten wir die Strahlenleser. Du kannst dann nur einen Strahlenleser einbauen. Weil Okay. der Strahlenleser, der frisst dir einfach zu viel Energie. Dann nehmen wir einen Salvenlaser. Ja. 3D, oder? Ja, den stärksten, ja. Habe ich aber noch der ist fest, weniger warte. Energie, oder? Der ist fest, musst du aufpassen. 1G hätte ich kardanisch. Nee, dann ist das scheiße. Haben wir Puls. Es gibt auch einen kardanischen Salvenlaser, der heißt 3E. Ich hätte 3E Impulslaser. Der ist kardanisch, ja. Ja. Den kannst du reinbauen. Ich bomb mir mal 3E Impulslaser rein, zwei Stück. Die kann man ja immer noch tauschen. Genau. Und dann den zweiten auch. Ja. Dann habe ich noch Zweier. In die Zweier habe ich, warte, Mehrfachgeschütze. Mehrfachgeschütze kardassianisch. Da bin ich auch schon wieder drüber. Scheiße. Das heißt, ein Strahlenlaser anstatt Strahlenlaser oder Salvenlaser, Mehrfachgeschütz, mehr Mehrfachgeschütze, weil die Mehrfachgeschütze verbrauchen viel weniger Energie. Strahlenlaser raus, oder was? Ja. Oder diesen Impulslaser, den du da hast. Oder Strahlenlaser. Aber der Strahlenlaser macht böse Schaden halt. Ich mach mal Mehrfachgeschütz raus, den Strahlenlaser raus, rein von der Energie her. Ja. 2F Mehrfachgeschütz hätte ich. Das ist ein Turm, Turm, das kardanisch nicht. Hätte ich den. 3C. Kardanisch würde ich nehmen. Also wie du magst. Du kannst auch fest nehmen, aber ich würde kardanisch nehmen. Ein fester macht mehr Schaden. Ja. Ja, ich muss unbedingt das Kraftwerk pimpen. So, dann haben wir noch den Zweier nochmal. Da wolltest du Mehrfachgeschütze rein? Genau, weil die Mehrfachgeschütze verbrauchen weniger Energie. Hätte ich jetzt noch ein 2. Wenn ich ein 2E nehmen würde. Ne, das ist schon fest. Was habe ich noch? Wenn ich ein 1G nehmen würde, könnte ich zwei Stück von reinklatschen. Und 2E oder F geht nicht? F könnte ich einen. Und dann beim nächsten würde mir die Energie ausgehen. Wie viele Slots habe ich denn noch? Ich habe noch zwei Impulslaser drin und. Brauchst du für den Anfang einen Jägerhanger? Nee, kann ich auch einlagern. Weil der Jägerhanger, der bringt dir über 0,3, glaube ich. Ich lagere nee, den mal ein. Der, ich guck mal. Oder? Der verbraucht 0,35. Ja, den würde ja den einlagern. Genau. Ja, da würde dann das kardanische zweimal reinpassen. Und dann in die ganz kleinen Slots habe ich auch Mehrfachgeschütze, aber als Turm. Weil die kleinen, die machen ja sowieso wenig Schaden. Aber wenn du angreifst, dann halten sie ja das Ziel, weißt du? Okay. Das heißt, wenn du dich wegdrehst oder so oder Manöver fliegst und nicht schießen kannst, dann könnte es gut möglich sein, dass die Türme trotzdem weiter drauf ballern können. Das bedeutet, du teilst trotzdem noch weiter ein bisschen Schaden aus. Also die festen, ne? Ne, Türme, das müssen Türme sein. Türme?
Habe ich ja gar nicht. Okay, dann, wenn du dann nicht hast, dann würde ich die Festen vielleicht nehmen. Dann machen die ein bisschen mehr Schaden als die normalen. Alright. Ist echt knapp mit der Energie, ey. Ja. Ja, und jetzt musst du halt gucken, ob dir die Konfiguration gefällt. Und als allererstes würde ich definitiv Kraftwerk und Frameshift tun. Ja. Weil durch das Kraftwerk-Tuning, wenn du da auf Overcharge gehst, da kriegst du so derbe viel Energie zusätzlich, das ist Wahnsinn. Okay. Dann kannst du nämlich dein ganzes Schiff so konfigurieren, wie wir gerade das besprochen haben am Anfang, bevor wir angefangen haben auszutauschen. Und dann hast du immer noch ungefähr 15% Luft nach oben. Und jetzt, du kannst ja auch anschauen, wie die Werte aussehen bei der Panzerung und bei den Schilden. Ja. Vor dem Tuning, weil musst du ja auch noch später im Nachhinein tunen. Da sind wir schon bei einer Schildstärke nicht mehr von 500, sondern bei 1300, also fast das Dreifache. Ja. Und Panzerstärke bist du bei 3700. Das Aber ist für den fast. Anfang okay. Ja. Ich habe in meiner Targoiden Anaconda, wobei sie noch nicht getunt ist, 5700. Also es sind nur 2000 Punkte mehr. Also ist das vollkommen in Ordnung. Okay. Finde ich persönlich jetzt. Also wenn du jetzt ab und zu mal NPCs abschießen willst oder sowas, dann ist das okay. Ja, also ich würde halt wie gesagt erstmal so in den Ring ein bisschen Bounty hunten gehen oder ein paar Piraten rausziehen oder solche Geschichten. Damit kriege ich sie auf jeden Fall platt. Ja, ich denke auch. Aber. Womit du noch experimentieren könntest, ist bei der Anna jetzt, bei der Konfiguration, wo sie noch nicht getunt ist, mit den Salvenlasern oder mit den Mehrfachgeschützen, vielleicht baust du dir mal einen Raketenwerfer ein, probierst den aus oder sowas, weißt du, Torpedos oder so. Torpedos, habe ich gehört, sollen nicht so gut sein. Ab und zu gehen die wohl mal durchs Ziel durch, auch wenn du triffst, habe ich mir sagen lassen. Okay. Zumindest habe ich das mal irgendwo in Videos gesehen. Da hat einer versucht, mit Torpedos quasi jagen zu gehen. Hat getroffen, aber der Torpedo ist tatsächlich durchs Ziel durchgegangen. Also irgendwie so ein Okay. bisschen buggy. Vielleicht ist es aber auch rausgepatcht worden. Kann es jetzt gerade nicht sagen, aber müsste man auf jeden Fall mal probieren. Unbedingt, ja. Weil wenn die treffen, dann sollen die schon immens Schaden anrichten. Ja. Sind halt langsam, ne? Ja, der nächste Schritt wäre jetzt halt Tuning des Schiffs. Durch das Tuning hast du die Möglichkeit, dann noch stärkere Waffen reinzumachen. Plus noch die Waffen tunen. Also du musst dann halt schauen, welche Waffen dir gefallen, welche machen am meisten Schaden, mit denen du spielen willst. Die würde ich dann im Endeffekt dann tunen. Und wenn du dann den kompletten Tuning hast, dann kannst du ans Feintuning gehen. Okay. Also da ist noch viel. Da ist noch viel Luft. Okay. Ja, nice. Auf jeden Fall heißen Dank. Was ich jetzt auf jeden Fall das allererste machen werde mit dem Setup hier, ich wechsle auf meine Python und werde definitiv Geld zum Platzen meinen. Ja. Weil bevor ich die nicht mehr rückkaufen kann. Ja, weil jetzt bist du locker bestimmt an 20 Millionen oder so. Versicherungssumme. Ja, ich habe. Höchstwahrscheinlich. Muss man schon schauen, was haben wir hier? Steht das Ersatzwert da irgendwo? 23 Millionen Ersatzwert Ja, und Hammer. 39 habe ich jetzt noch. Ja. Also wenn ich jetzt einmal farmen gehe oder zweimal farmen gehe, dann habe ich wieder 240 Millionen. Genau. Und dann dürfte das Danke. erstmal wieder funktionieren. Genau, dann kannst du 10-mal platzen. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Jo, hat Spaß gemacht, definitiv. Dann habe ich jetzt erstmal meine Anna soweit und kann mit der mal auf jeden Fall morgen jagen gehen. Also wer Bock hat, sich morgen mal die Anna anzuschauen, wie sie performt im Kampf gegen NPCs, der wird morgen nach einer Stunde Mining-Session bei mir auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Bishi, Dankeschön fürs Einrichten und für die Hilfe. Jo, gerne, bitte, bitte. Und dann ja, würde ich sagen, war's das jetzt erstmal vom Anna-Setup. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Danke, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Follow da. Daumen hoch bitte. Und
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.